Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Es geht weiter. Ja, wir sind nicht mehr im Sumpf, sondern in Visima. Ich habe mich im Internet mal umgeschaut wegen der Quest mit diesem verloren gegangenen Jungen. Man kann die wohl tatsächlich erst in Kapitel 3 beenden. Was genau da passiert, wo er ist, weiß ich auch nicht. Ich habe nur gelesen, geht in Kapitel 3 weiter. Ich hatte da eine schöne Liste an den ganzen oder von den ganzen Nebenquests hier in Visima und soweit ich das gesehen habe, gibt es da nur noch zwei Quests, die ich nicht gemacht habe. Eine davon haben wir zum Teil eigentlich schon unwissend angefangen. Und zwar, falls ihr euch erinnern könnt, als wir das erste Mal hier in Visima angekommen sind, sind wir doch zum Totengräber, also zum Tor vor dem Friedhof gegangen. Und da war so ein Geist, der schwebte da rum, den haben wir getötet. Und das gehörte zu einer Quest. Die werden wir natürlich auch erledigen. Vorerst wollte ich aber mal gucken. Genau, hier unten müsste nämlich jemand stehen, der Illusionist. Ja. Genau. Der ist immer nur in den Morgenstunden hier, habe ich gelesen. Weiß jetzt aber auch nicht genau, um was es jetzt in der Quest geht. Ich bin gespannt. Irgendwie sagt mir das was, aber schauen wir mal. Hey, Soldat. Ihr könnt sicher gut mit dem Schwert umgehen. Was gibt's? Hört. Kurz vor dem Krieg habe ich Familienerbstücke und ein paar andere Wertsachen in den Kloaken versteckt. Und jetzt. Wollt ihr einen Fremden anheuern, um sie wiederzubekommen? Ist das euer Ernst? Wenn ihr mich ausrauben wolltet, wärt ihr ruhig geblieben. Ich kenne euch nur zu gut. Ich habe euresgleichen im Krieg gesehen. Der Tod war ihr ständiger Begleiter. Wie lautet jetzt der Plan? Ich sah Eindringlinge. Ich würde mein Leben aufs Spiel setzen, wollte ich das Versteck erreichen. Aber ihr könnt alles behalten, wenn ihr mir nur den Familienring zurückbringt. Warum ist dieser Ring so wertvoll? Familienangelegenheiten. Nicht weiter interessant für euch. Mit dem Ring komme ich zu meiner Erbschaft und das ist das wahre Vermögen. Okay. Erzählt mir mehr, aber wisset, ich töte keine Menschen. Geduld. Ich bin da nicht fertig und ihr zieht schon voreilige Schlüsse. Untote treiben sich bei meinen Habseligkeiten rum. Ich will nur meinen Ring wieder haben. Na gut, machen wir das mal. Gut. Und ich behalte alles, außer dem Familienring? Genau, da sind so einige Wertgegenstände in der Kiste. Gehört alles euch, im Tausch gegen den Ring. Dieser Schlüssel öffnet das Tor in den Kloaken. Okay, fragen wir mal, wo das ganz genau ist. Wo genau kann ich dieses Versteck finden? Geht in die Kloaken und sucht nach einem Tor, links vom Eingang. Mein Schlüssel sollte passen. Dahinter findet ihr die Gruft, wo ich die Truhe versteckt habe. Und wo finde ich euch, wenn ich zurückkehre? Ich werde jeden Morgen hier warten, bevor ich mein Tagwerk beginne. Na schön, okay. Ich muss in die Kloaken gehen und eine versteckte Truhe finden. Machen wir das doch gleich mal. Ich muss die Truhe finden, die Tür finden, die dieser Schlüssel öffnet. Noch was? Nein. Okidoki, also irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. Das ist immer so eine Sache. Hier, ich habe einen Schlüssel zu meinen Habseligkeiten. Ich meine, da kann ja jeder kommen, oder? Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, ob das seins ist, also. Na schön, eine Gitter, eine Tür links. Ist das jetzt hier schon diese Gittertür? Ja, Tatsache. Okay. Eine Gruft hat er gemeint. Das wird ja schön. Ja, da klingelt einfach so das Telefon, Leute. Das kann doch nicht sein. Okay, wir sind in einer ziemlich dunklen Höhle. Gut, dass wir den Katzentrank haben. Eieieiei. Okidoki. Na toll, was wollte ich denn jetzt machen? Völlig verwirrt. Okay, los geht's. Das sieht nicht lustig aus. Gravier. Wie nennt man die? Wie spricht man das was aus? Gravier. Gravier, ich sag Gravier. Das ist gut. Kann sein, dass ich während meiner Aufnahmesession, ich weiß noch nicht, wie viel Parts ich jetzt machen werde, nochmal unterbrochen werde, denn ich warte auf ein Paket. Wann wird sie denn hören? Vielleicht auch nicht, wenn ich es vorher schneide. Seid gespannt. Okay, gar nicht mal so schlecht. Aber mit einem starken Kampf, wie geht es denn eigentlich? So. Tot ist er. In den meisten Fällen ist es ja so, dass die Monster viel aushalten, aber. Wow! Okay. Aber nicht viel austeilen, sage ich es mal so. Das ist natürlich jetzt nicht schlecht. Lebt er noch? Nö.
darf den nicht zu weit in die Mitte des Raums locken, sonst naja, kommen vielleicht noch mehr, das wäre dann vielleicht unpassend. So. Überreste. Okay. Gravierknochen, die können wir bestimmt auch nochmal gebrauchen. Her damit. So. Ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, die Quest kann man auch noch... Entweder kann man die oder die Quest mit dem Geist noch im dritten Kapitel nachholen. Bin mir da jetzt aber gar nicht so sicher. Okay, gehe ich zuerst. Wo gehe ich denn lang? Rechts, links? Ich weiß es immer nicht. Okay, das sieht doch schon mal nach einer Sackgasse aus. Oder auch nicht? Nee, nee. Viele Wege. Ganz toll. Noch so ein Teil. Und so. Ach ja, stimmt, man kann das Ganze sogar aufladen. Wusste ich nicht mehr. Gucken. Hat es vielleicht eine krassere Wirkung und es funktioniert öfter. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das jetzt was gebracht hat. Beide springen hoch und ich töte ihn. So muss es laufen. So. Sarkophag. Nichts drin. Da hinten ist eine Feuerstelle. Cool. Und eine schöne Kiste für uns. Wow, okay. Das ist der Familienring. Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Goldener Siegelring mit Rubin. Goldener Siegelring, okay. Also den Questgegenstand haben wir schon mal gefunden. Wir könnten quasi zurück zum Auftraggeber. Aber ich denke doch, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Eine Leiche. Hab aber das Gefühl, dass er vielleicht den Ring hier unten versteckt hat und das aber nicht überlebt hat. Wer weiß, was geschehen ist. Also ich traue dem Typen nicht über den Weg. So viel ist schon mal sicher. Also dem Typen von draußen. Na schön. Wir warten ab. Das ist das Schöne, auch wenn man ein Spiel schon öfter durchgespielt hat. Mit der Zeit vergisst man einfach so ein paar Dinge und man erlebt das Ganze irgendwie nochmal neu. Das ist sehr, sehr cool. Wo ist er aufgetaucht? Ghule. Das ist ja jetzt schon... Standardkost. Das verspeisen Hexer doch zum Frühstück. Zumindest mit dem schweren Kampfstil. Noch mehr von euch. Juhu. Sehr schön. Noch jemand? Will noch irgendjemand spielen? Ich nehme mal hier so ein paar Pilze noch mit. Ich habe was gehört. Ah, toll. Aber ihr werdet sehen, jetzt hier mache ich wieder einen auf dicke Hose und sage die Gegner auch alles lame und alle viel zu schwach. Und spätestens in Kapitel 3 bei den Vivern, denn dieser Vivern-Königin, werde ich ein jedes Problem haben. So, her mit dem Blut. Generell müsste ich in den nächsten Parts echt mal irgendwie versuchen, meinen ganzen Tant, den ich im Inventar habe und den ich in meiner Verstaukiste habe, bei dem Schankwirt, da müsste ich mal ein bisschen was verkaufen. Also die ganzen Ringe, die ich habe, so Gegenstände, die ich nicht mehr brauche, die muss ich auf jeden Fall mal verkaufen. Es gibt, denke ich mal, ziemlich gutes Geld. Genau wie das Ghoulblut, wenn man das irgendwo verkaufen kann. Ich bin mir nicht sicher. In The Witcher 2 ist es so, dass man fast jede Zutat irgendwo verkaufen kann und das bringt in den meisten Fällen auch wirklich gutes Geld ein. Wartet mal, war ich jetzt hier überall? Da geht's nicht lang. Lagerfeuer. Ich höre ja auf jeden Fall noch was. Gefahren in der Dunkelheit. Korridor. Yay. So, wer will kämpfen? Keiner? Langweilig. Ach, die Musik. Okidoki. Wie spät ist eigentlich? 9 Uhr. Ich würde sagen, wir haben hier alles erkundet. Wir können wieder zurück.
Ich hatte ja letzte Mal diese komische 30-minütige Demo zu The Witcher 3 erwähnt. Leute, ganz ehrlich, allein schon die Kampfmusik, wie episch das alles ist. Vorfreude hoch 10 und darauf The Witcher 2 freue ich mich, wenn es nicht abstürzt. Ich möchte das ja im Anschluss dann eigentlich gleich spielen. Da gibt es irgendwie immer so ein Problem. Vielleicht wurde das mittlerweile gepatcht, dass man ab Kapitel 1 oder 2 eigentlich plötzlich Abstürze bekommt, wenn man Räume, also wenn man in den Häuser geht und so weiter. Das ist extrem nervig. Ich hoffe, davon bleibe ich verschont. Wobei ich auch sagen muss, dass ich in meinem ersten Durchlauf des zweiten Teils keine Abstürze hatte. Dann wollte ich das nochmal durchspielen, weil ich ja in Kapitel 2 diese eine Entscheidung oder zumindest diese andere Seite des Kapitels noch gar nicht gesehen habe und plötzlich ist mir das Spiel ständig abgeschmiert. Da hat keine Neuinstallation geholfen, hat einfach nichts geholfen. Wäre schön, wenn es da jetzt irgendeine Lösung für gibt. Oder es eben grundsätzlich weggepatcht wurde. So, okay. Es ist 12 Uhr, jetzt müsste eigentlich eine Frau vor dem Friedhof stehen und die meint wohl irgendwie, dass ihr Gatte verstorben ist, wenn ich mich recht erinnere. Und dass er eben herumspukt und sie stört. Irgendwie so eine Art war das. Bin ja mal gespannt, ob ich das jetzt so recht in Ich Erinnerung weiß habe. nicht. Vielleicht erzähle ich euch jetzt was vom Pferden, das stimmt gar nicht. Boah, das ist echt ungewohnt, wenn man die ganze Zeit durch den Sumpf wartet und oder so wie eben durch so eine Katakomben. Man läuft dann durch die Stadt ohne Schwert zu ziehen, das ist echt extrem langsam. Hildegard Zollstock. Leichter gesagt als getan. Noch zwei Gräben. Okay. Hallo. Weh mir. Hilft mir denn niemand? Warum so traurig? Mein Gatte spukt bei mir. Was soll ich tun? Spukt? In eurem Schlafgemach? Mein verstorbener Gatte spukt bei mir. Okay. Erzählt mir mehr. Vielleicht kann ich euch helfen. Mein Mann starb vor einem Monat. Er spukt in meinem Haus. Des Nächtens heult er. Aber das Schlimmste ist. Sprich weiter. Das Schlimmste. Er fliegt nachts schreiend auf dem Friedhof herum und verleumdet mich. Zweifellos zerreißen die Leute sich schon die Mäuler. Bringt ihn zur Vernunft. Ich flehe euch an. Okay, 200 Orens bin ich dabei. Es kostet euch 200 Orens, wenn ich Erfolg habe. Oh, eine stattliche Summe. Kapital aus der Not anderer zu schlagen. Tja, regelt das mit ihm, dann bezahle ich. Das ist immer so unverschämt. Ich meine, hallo, ich töte hier Monster. Ja, irgendwie will ich dafür bezahlt werden. Aus der Not andere Kapital schlagen, dass ich nicht lache. Ich habe mich um euren Mann Den Geist gekümmert. hatten wir ja schon Habt getötet. ihr einen Beweis? Von einem Beweis habt ihr nichts gesagt. Ich will mein Gold. Er nimmt einer Witwe das letzte bisschen. Seid leise. Habt ihr keine Angst, dass man euch mit einem Hexer sieht? Hol euch der Teufel! Nehmt euer Gold und schert euch fort! Okay, es war Orens reicher. Ja. So, okay. Die Frau wollte mich betrügen, aber am Ende habe ich mein Geld bekommen. Sehr schön. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Juhu! Also im Grunde genommen könnten wir jetzt eigentlich in den Sumpf. Oder? Wartet mal. Ich überlege gerade irgendwas. Ich glaube, irgendeine Quest war noch offen im Sumpf. Also noch nicht zum Turm, sondern direkt zum Sumpf. Ich möchte mal noch schnell was schauen. Ich bin der Meinung, dass wir hier eigentlich noch irgendwas im Elendsviertel machen konnten. Jetzt, wo ich so recht überlege, kann natürlich auch sein, dass das alles nur irgendwie Kapitel 3 Dinge sind, die ich dann jetzt hier, von denen ich denke, dass man sie jetzt machen kann, aber. Haben wir hier schon drin? Zwerg, hallo, hast du irgendwas zu sagen? Was wollt ihr hier, Mensch?
Mit wem sollte man reden? Vivaldi, doch bezweifle ich, dass der mit euch redet. Warum? Vivaldi hasst Menschen und diese Stadt. Glaubt mir, er hat seine Gründe. Bin ein Hexer. Verdammt. War das ganz cool. Toll, jetzt haben wir Infos zu Vivaldi bekommen. Ich meine, wir kennen ihn ja jetzt nun schon gut genug. Hier war nichts. Na schön, gibt's oben vielleicht noch was? Interessant. Nee. Ein Schränkchen mit... Was? Gänse was? Gänseschmalz. Braucht man nicht. Ich sehe gerade, Katze wirkt immer noch. So. Ja, das war jetzt mein Paket. auf das ich hier gewartet habe. Ja, zweimal unterbrochen werden in einem Part. Das ist auch eine Seltenheit, finde ich. Gut, wo waren wir stehen geblieben? In dem Haus hier ist nichts. Ich habe gerade mal so die Zeit genutzt und habe nochmal geschaut. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet. Wenn ich, sage ich mal, selber jetzt nicht mehr weiß, was es noch so für Quests gibt, soll ich dann eben nachgucken und die restlichen Nebenquests auch noch machen. Da ich ja gerade einen Cut gemacht habe, habe ich gerade nochmal geguckt. Also es gibt noch so ein, zwei Dinge noch zu tun sogar. Ich habe das jetzt nur mal so überflogen, wo wir die Quests finden. Das mit dem Geist haben wir jetzt ja abgeschlossen. Wir müssen nochmal zu diesem komischen Illusionisten, der hier unten dann am Wasser steht. Wir bekommen aber hier irgendwo noch eine Aufgabe von irgendeinem Schläger. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich weiß, wie gesagt, trotzdem nicht, was in den Quests passiert. Gibt es hier irgendwo Schläger? Arme Frau. Kurtisane. Also einen Schläger finde ich jetzt hier nicht. Schurke, vielleicht irgendeinen Schurken ansprechen. Ihr sucht Abenteuer? Hier hat einer die Hose gestohlen. Na warte, wenn ich den erwische. Verdammt, ich brauche Bier. Hast du Kohle? Seht ihr die ganzen Bettler? Klaut die Schale eines Bettlers. Gute Idee. Aber welche? Ich helfe jederzeit. Na ganz toll. In einer dieser dunklen Ah, okay, der sieht speziell aus. Noch ein Hexer? Hoffentlich verschwindet ihr wie euer Vorgänger. Was habt ihr für ein Problem? Ich warne euch nur. Folgt Berengars Beispiel, dann bekommt ihr, was ihr verdient. Ganz toll. Was Seltsameres als diese Missgeburt habe ich noch nie gesehen. Ihr sucht was zu schnupfen. Besucht das Gasthaus. Jetzt hatte ich schon irgendwie Hoffnung, aber das scheint wohl noch nicht der Richtige gewesen zu sein. Ich kann ja nur mit ihm sprechen. Falsche Gegend, hier leben keine Anderlinge. Nö. Rausschmeißer, arme Frau. Generell sollte hier noch jemand sein. Ich kann immer in die ganzen Türen schauen. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Schurke, Schurke. Das war's, das Schurkenhaus hier. Verdammt. Ihr sucht was zu schnupfen? Besucht euch ganz nach Belieben. Na, zu viel gesprochen. Viel zu viel wird gesprochen hier. Was für eine Missgeburt. Boah, ist ja gut jetzt. Ihr sucht Abenteuer? Ich glaube, hier war ich schon mal, oder? Als ich nach Wiesima gekommen bin. Verdammt bin ich heute wütend. Tja, ich erst, wenn ihr so weitermacht und mich hier alle anmacht. Könnt ihr das Schwert zücken und euch alle töten, wenn ich das wollte. Das wäre kein Problem. Ihr sucht Abenteuer. Ich hau hier lieber wieder ab. Wisst ihr was? Ich schlafe jetzt mal bis morgen früh und dann beenden wir erstmal die Quest an den Kloaken da unten. Und wir haben neue Talente erworben. Stimmt. Sehr schön. Schwierig, schwierig, schwierig. Lootenresistenz plus 50, Rüstung plus 5, Schaden plus 10, Aggression. Machen wir. Finde ich cool. okay, und hier müssen wir auch noch ein bisschen was. Looten plus 15. Schaden plus 20. Sehr gut. Boah, es fehlt echt noch viel. Also. Ja, das war's auch schon wieder. Habe ich erstmal eigentlich nur im Grunde genommen meinen Schaden und ein bisschen meine Abwehrfähigkeit gesteigert. Ist aber auch okay. So.
wir sind bisher sehr selten nur so im Sonnenaufgang rumspaziert. Ich muss sagen, das gefällt mir von der Farbprägung irgendwie sehr, auch im Sumpf. Das habt ihr nicht mitbekommen. Ich habe ja euch den Visimar dann wieder begrüßt, aber im Sumpf sah das irgendwie sehr, sehr geil aus. So. Gucken wir doch mal, ob der jetzt schon wieder da steht, wo er stehen soll. Nee. Armer Mann. Doch, er steht da. Okay. So, wir haben den doofen Ring. Hexer. Hier ist euer Ring. Ich behalte den Rest. Wie vereinbart. Meine blöden Kameraden starben und ich habe überlebt. Wovon redet ihr? Geht euch nichts an, aber ihr habt mir sehr geholfen. Adieu. Ich wurde reingelegt. Das war kein Familienerbstück, sondern Diebesgut. Ich sag's ja, also irgendwas lief hier falsch. Ich glaube, dass man sich den Ring wiederholen kann, wenn wir noch ein Stückchen früher hierher kommen. Soll ich das mal probieren? Ich glaube, dann kann man den nämlich töten. Ich hoffe, er steht dann noch da. Außer natürlich, wir müssen mit ihm reden und ihn gleich töten, wenn es jetzt nachts ist, bevor wir eben den Ring abgeben. Also, während wir ihn abgeben und er dann jetzt eben sich auf den Weg macht. Ich versuch's jetzt einfach mal. Und wenn nicht, dann habe ich ihm Pech gehabt. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Der Gerald, wir haben noch aber so ein paar... Ich muss es erst anzünden. So ein paar Steine, oder nicht? Wo sind denn jetzt die ganzen Steine hin? Nicht doof? Ja, in mein Inventar gelegt. Wartet mal. Zaubern kann ich jetzt auch nicht. Gehen wir nochmal schnell ins Gasthaus. Was dabei? Eine Frau, gibt es hier irgendjemanden, der für uns eine Quest haben könnte? Du weißt, ich bin knapp bei Kasse. Na, wenigstens speichert das Spiel schon mal. Das ist ja nicht schlecht. Gibt es hier irgendwas? Schankwirt? So, mein Freund. Verdammt, mach du. Ich habe mit meinem Hab und Gut. Ich möchte jetzt. Ich hab doch gerade sagen, ich muss nur noch welche Steine haben. Also 10 Stück kann ich mir schon mal ruhig mitnehmen. Ansonsten kannst du hier Bernstein haben. Ja, Wolfspelze, weil ich noch nicht weiß, wo ich die verkaufen kann. Auch die Salamandra-Abzeichen brauche ich erstmal nicht. Die Ringe, alles ins Inventar. Bei diesen einen Rubinring, falls ich diese Frau nochmal treffe, von der ich gesprochen hatte. Kann ich die damit ja so ein bisschen bezirzen vielleicht. Gulenmark Schriftrolle. Seht ihr, ich habe jetzt noch sogar ein paar Schriftrollen bekommen, die ich mir noch gar nicht angeschaut habe. Petrus Wundertrankformel. Schriftrolle mit der Formel für Petrus Wundertrank, der die Intensität aller Zeichen erhöht. Cool. Verstärkt den Sinn. Ja. Sehr schön. Und Golemmark. Diese Notiz enthalten die Formel eines Tranks, der mit einem Golem Obsidianherzen zubereitet wird. Ja. Nach Genuss gibt der Trank die Fähigkeit frei, eine Intelligenzausbaustufe zu kaufen. Cool. Haben wir das? Hier haben wir noch ein Buch. Schemen oder die Geschichte des Geheimdienstes seiner Majestät. Okay, ein großes Buch, wahrscheinlich eine Geschichte, ja, über den Orden der Flammenrose und vielleicht dieser Geheimorganisation, der auch Thaler angehört. Könnte ich ja dann im Grunde genommen auch wieder verkaufen. Ja, Bier ist immer gut, ein bisschen Alkohol sollte man schon dabei haben. Ein bisschen Fleisch. Ja, den Rest lasse ich so, würde ich sagen. Okay. Können wir auch gleich draußen schlafen gehen, muss ich kein Geld dafür bezahlen. Gar nicht so viel passiert, diese Quest, oder? Also diese Quest, diesen Part. Was haben wir denn gemacht? Ich habe mit dieser komischen Frau geredet, hab diese Quest mit dem Geist abgeschlossen. Und dann war ich in der Gruft. Na gut, es ging eigentlich. Zweimal wurden wir unterbrochen aufgrund des Telefons und einmal der Klingel, da der Postbote kam. Ich überlege gerade. Ich mach mal so, dann dürfte es ja eigentlich noch so sein, dass wir das Schwert zücken dürfen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja. Aber ich glaube, der Typ wird nicht mehr da sein. Das hätte ich machen müssen, als ich
als ich auf dem Weg zu ihm war, um das Teil abzugeben. Dann hätte ich nämlich wahrscheinlich gleich töten können, wenn er auf dem Weg zurück gewesen wäre. Schade. Hätte ich früher wissen sollen, aber ist nun auch nicht so schlimm. Ich meine, gut, ein Ring mehr oder weniger. Ja. Okay. Nicht weiter schlimm, Leute. Er ist leider nicht da. So eine arme Frau wollen wir hier ja nicht umbringen. Na gut, Leute. Ich würde sagen, bevor ich jetzt irgendwie in den Sumpf laufe, gucke ich nochmal, ob ich hier nicht irgendwo noch was finde. Ich hatte ja irgendwie erzählt, dass wir noch einen Schläger oder so finden könnten, der uns hier eine Quest gibt. Ich suche den jetzt mal eine Runde. Wenn ich ihn finde, dann geht's da beim nächsten Mal weiter. Ansonsten besuchen wir dann auch schon den Sumpf wieder. Wobei, der... Ich glaube, wir sind gerade mal so bei 26 Minuten. Ach, Mann. Ich überlege gerade, kann ich noch irgendwas machen? Die Uhrzeit ist auch irgendwie ein bisschen doof. Siegfried steht hier. Mal gucken. Vielleicht ist er jetzt sehr wütend auf uns. Geralt, ich habe mich gefragt, ob ihr nicht vielleicht im Orden beitreten wollt. Naja. Wartet, bevor ihr ablehnt. Ich will euch ein paar Dinge erklären. Ich weiß nicht, hatten wir das schon? Na gut. Primo, der Orden wurde gegründet, um den kleinen Leuten zu dienen. Secundo, jeder kann beitreten, ob Bauer, Edelmann oder Hexer. Tertio, die Ritter des Ordens genießen zahlreiche Privilegien. Ich habe genug gehört. Quarto, die Ritter des Ordens jagen Ungeheuer. Was haltet ihr davon? Nein, danke. ja. Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich beende den Part mal an dieser Stelle. Ich meine, was soll ich jetzt denn großartig machen, jetzt hier blöd herumzulaufen? Würde doch auch nichts bringen. Manchmal überziehen wir doch auch, da kann ich auch ein bisschen früher Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei The Witcher.